Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von der PES EM 2020 mit Deutschland. Und ja, ich weiß jetzt nicht ganz, was ihr mir unter die letzte Folge unter die Kommentare geschrieben habt. Aber ich werde heute auf jeden Fall meinen Plan so durchziehen, denn ich habe jetzt einen Tag Pause nach der letzten Aufnahme und ich möchte jetzt nicht zu lange warten, weil dann kommt mein Abitur und so und das vermischt sich dann alles. Deswegen ziehe ich jetzt einfach meinen Plan durch, weil ich den auch ziemlich geil finde. Ich spiele nämlich jetzt gegen die Ukraine und danach, wenn ich weiterkomme, und ich gehe mal stark davon aus, dass ich weiterkomme, dann spiele ich gegen Italien im Halbfinale und dann wird man mal sehen, ob ich dann noch ins Finale komme. Dann spielen wir eben im Finale noch ein Spiel, das kommt dann in der nächsten Folge als einzelnes Video in voller Länge uncut. Oder ich komme nicht weiter und dann gibt es nur noch die heutige Folge. Das weiß ich nicht, da wäre ich ganz traurig, ganz traurig. So, wir sind in der Allianz Arena mal wieder, endlich mal wieder zu Hause, die Nationalhymnen übersprungen, denn hier geht es ums Eingemachte, um das Spiel. Und die letzten beiden Spiele, wie gesagt, ich weiß nicht, was ihr mir da in die Kommentare geschrieben habt, aber, wow, Sané, was machst du denn? Die sind natürlich relativ hoch ausgegangen. Ich kann mir vorstellen, dass es gegen die Ukraine jetzt auch nicht so sonderlich schwer wird. Wer weiß, also, man weiß es ja nie. Also ich finde halt, die Mannschaften, gegen die wir spielen, die sind jetzt nicht so die allerbesten. Und sie machen alle gemeinsam diesen einen großen Fehler. Dafür, dass sie nicht so gut sind, stellen sie trotzdem einfach auf Offensiv. Und das von Beginn an. Und klar, ich kann es nicht immer gut ausspielen, so wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall. Aber ich komme halt hinten an die Bälle gut ran, weil ich das eigentlich ganz gut verteidige. Und dann kann ich halt kontern. Klar, sowas passiert auch, aber ich kann halt kontern und dementsprechend da auf jeden Fall Tore einschenken. Oh, was? 1-0 Ukraine. Konoplyanka macht das 1-0 in der 17. Spielminute. Scheiße. Da habe ich mal nicht gut verteidigt. Passiert mir auch. Scheiße. Ah, ist das behindert. Oh, das nehme ich mit. 1-1, jawohl. Nur weil die doof waren. Yes, 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 yes. Marco Reus. Der Ball war natürlich nicht schlecht, aber dann haben die mich in die Zange genommen. Machen es aber blöd. Verdatteln den Ball. Und Marco Reus schaltet schnell. 25. Minute. Der Ausgleich. Sehr schön. Sehr schön abgedrängt. Jetzt nur was Gutes draus machen aus dem Einwurf. Ach. Mies. Ganz mies. Halbzeit 1-1, also entweder ich hatte gestern einen guten Aufnahmetag, die letzte Folge lief auf jeden Fall besser, oder die Ukraine ist wirklich einfach nicht schlecht. Die machen mir richtig Druck, haben gute Chancen, 3 Schüsse, 3 aufs Tor, ich noch nicht so richtig. Probiere es natürlich auch immer mal wieder, aber auch mal immer wieder einen Ansatz, aber ganz so gefährlich bin ich noch nicht und vor allem viele Fehlpässe dabei. Ah ja, die stellen auf volle Offensive, willst du mich verarschen? Natürlich kann ich jetzt kontern, aber ich habe schon ein bisschen Angst auch. Weil schlecht spielen die nicht. Havertz! Schießt nur den Torwart an. Boah. Timo Werner kommt rein. Nicht so mein Freund, aber wir müssen auf jeden Fall kontern. Vor allem, wenn ihr aufs total Offensive gestellt habt, ist es ja fast schon Pflicht zu kontern. Und schneller Werner ist da auf jeden Fall auch Pflicht. Den Ball erstmal zu blocken ist Pflicht. Ist das knapp? Ist das knapp? Oh, mein Herz. Da ist er. Timo Werner. Ich muss nach oben. Ich muss auf Brand. Und er macht ihn! Julian Brand! Yes! Schulz raus, Hector rein.
dass der den reingeköpft hat. Ist nicht so schwer zu halten gewesen. Er war nicht ganz so platziert. Klar ist er auch nicht einfach zu halten, aber auch nicht so schwer. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und der Timo Werner, der hat eine Vorlage gemacht. Der hat auf jeden Fall schon mal einen Sprint hingelegt. Und jetzt ist das Ding durch. Hoffe ich doch. Marco Reus. Yes. Ganz, ganz wichtig. Im Zusammenspiel mit Werner. Ganz, ganz wichtig die Nummer. 3-1, Doppelschlag quasi. Und die bleiben natürlich auch volle Offensive, müssen sie ja auch. Und 4-1. Julian Brandt ist ein guter Spieler. Und vor allem hier in PES bei Deutschland gefällt er mir. Schön gespielt und ein schöner Treffer. Torwart geht zu früh runter. Er kann ihn drüber heben. War kein Lupfer, aber war ein Schuss. Aber wie gesagt, der Torwart ist zu früh unten. Und da muss er nur ein bisschen drüber schießen und der Ball ist drin. 4-1. Oh, der war knapp. Diese Fallrückzieher, Seitfallzieher, die sind ja immer relativ kacke, aber der war knapp. Ja, da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Eine Runde weiter Halbfinale. Ruft. Nach einem 1-0 zurückgekommen, 1-1 gemacht und dann habe ich das schon gesagt. Crazy, dass die auf Full Offensive dann gleich stellen. Voller Angriff. Direkt nach dem Halbzeitpfiff. Das macht es denen natürlich nicht einfach. Und dementsprechend sind wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gewesen. Und gewinnen das Spiel verdient mit 4-1. Wir spielen gegen Spanien, ziemlich sicher. Ich habe vorhin mit Italien scheiße gelabert. Ich war mir gar nicht mehr sicher, wer da überhaupt noch mit drin ist. Nichtsdestotrotz geht es jetzt erstmal ins Spiel gegen Spanien rein. Und da, ja... Also Ter Stegen will ich auf jeden Fall spielen lassen, das habe ich angekündigt. Brandt gefällt mir sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz lasse ich ihn jetzt mal auf der Bank, ich weiß nicht warum. Havertz, ja, es ist schwer zu sagen. Sehr schwer zu sagen, ich würde fast schon sagen, ich starte einfach mal so rein. Man kann ja immer noch wechseln. Ich starte einfach mal so rein, würde ich mal sagen. Es wird ein schweres Spiel, verdammt schwer. So, jetzt sind wir schon in größeren Katakomben als der Allianz Arena. Wembley Stadium. Es heißt Deutschland gegen Spanien. Ich weiß gar nicht. Ich wollte jetzt sagen, ein Duell, was die Spanier häufiger gewonnen haben. Kann sein. Weiß ich aber nicht. Eine unglaublich gute Mannschaft. Ich bin gespannt. Also das ist jetzt die erste Mannschaft, wo ich sage, die ist auf Niveau wie Frankreich. Und das ist die erste Mannschaft, wo ich sage, da könnten wir auch verlieren. Wollen will ich das natürlich nicht. Und die stellen auch direkt auf Offensiv. Verstehe das nicht. Also bei denen, klar, macht es mir mehr Angst wie bei der Ukraine, die ja dann trotzdem ein Tor erzielt haben. Boah, Hector, nee, Schulz ist es, der da erstmal durch die Gegend fliegt. Ja, ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Bei denen macht es mir mehr Angst. Habe ich es nicht gerade gesagt? Scheiße. Erster Schuss. Morata. Ich kam nur nicht mal an den Ball. Und die führen schon. Alles klar. Das wird auf jeden Fall schwerer. Das wird auf jeden Fall schwerer als das gegen die Ukraine und gegen Portugal und gegen alle möglichen, gegen Island, gegen wer auch immer dabei war. Das wird schwerer. Jetzt liegen wir schon mal hinten, das ist ja ganz geil.
Nein, was macht Werner denn schon wieder? Komm, Schulz, du kriegst ihn nochmal in die Mitte. Wieder auf Werner. Wieder auf Werner. Ey, der Typ, ne, der geht mir so auf den Sack. Boah. Das war gefährlich. Ball erstmal wegschießen. Das war total gefährlich. Schön rübergespielt auf Kimmich. Jetzt nach vorne. Über Gnabry, über Werner. Und Werner verliert, aber es gibt einen Freistoß. Freistöße auch eine Waffe. Mit Marco Reus ziemlich, ziemlich gut. Toni Kroos haben wir jetzt noch mit dabei. Der ist noch besser, glaube ich. Ne, ist er nicht. Wir nehmen Marco Reus. Das ist eine Waffe, glaube ich. Mit der können wir hoffentlich punkten. Gib Gas, Reus. Pfosten. Ich krieg so's Kotzen. Wir werden in dem Spiel verzweifeln, glaube ich. Weil viele Chancen kriegen wir einfach nicht. Und wenn Werner ein paar liegen lässt und dann noch Pfosten und so, das ist zum Kotzen. Jetzt Werner. Du bist doch schnell, Werner. Ey, das gibt's nicht. Das ist zum Kotzen einfach. Der Typ macht mich richtig fertig, ohne Spaß. Er ist schnell und kommt in solche Chancen rein, was vielleicht ein Havertz nicht ganz so schafft. Das muss man ihm schon lassen. Aber der Abschluss ist... Es ist so traurig einfach. Werner, bitte! Ja! Timo Werner, endlich! 1:1! Wie viel Chancen muss der Typ noch vergeben? Dass der endlich mal trifft. Ist das anstrengend mit dem Typen, echt. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich treffe mit jedem anderen Spieler häufiger und besser als mit Timo Werner. Leck's mir am Arsch, echt. Aber immerhin der Ausgleich in der 37. Spielminute. Und Werner, da holt er sich den Ball für. Sowas ist er eher gut. Marco Reus, jetzt Werner. War doch ein bisschen zu langsam. Schade. Halbzeit. Immerhin. Ich kämpfe wie ein Bekloppter. Es ist ein ausgeglichenes Spiel, finde ich. Es ist ein sehr, sehr schweres Spiel. Guck dir das mal an, Alter. Das ist so traurig. Die haben 3 Schüsse, 3 aufs Tor. Und damit sind sie auch total gefährlich. Und ich habe echt jedes Mal Angst, wenn die kommen. Und ich muss so gut verteidigen. Wir haben mehr Chancen, auch ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber bringen halt keinen so richtig gefährlich aufs Tor. Pfosten, paar daneben und Werner hat dann einen reingemacht. Pässe sind wir dieses Mal sehr, sehr sicher. Das heißt nicht so wie gegen Ukraine. Aber das wird noch ein Brocken. Außerdem machen jetzt wieder auf. Die stellen nicht auf volle Offensive. Siehst du, die sind ein bisschen schlauer. Noch nicht auf volle Offensive. Das macht es für uns natürlich schwerer. Aber es ist realistischer auf jeden Fall. Vielleicht macht es nicht schwerer, ich weiß es nicht. Volle Offensive von Spanien will ich auch nicht unbedingt erleben, sage ich euch ganz ehrlich. Boah, Morata ist echt gut da vorne drin. Das ist mir schon immer aufgefallen, dass ich gefühlt mit Tah und Ginter, aber vor allem mit Tah, definitiv totale Kopfballstärke da hinten in der Abwehr hatte. Aber Morata macht da Probleme. Morata ist durch. Pfosten. Das dürfen die ruhig auch mal haben. Oh, Ter Stegen. Komm, Klostermann, komm, Klostermann. Ja, stark. Tah, hau ihn weg. Und Reus. 89. Spielminute, Marco. Oh. Yes. Und Timo Werner mit der Vorlage, ich glaub's kaum. Hinten sind wir am struggeln ein bisschen. Klostermann, weiß ich gar nicht, wen ich dafür einwechseln soll. Ich muss Kimmich, glaube ich, zurückdrücken oder so. Boah. Das ist so anstrengend. Ist das eine Spannung? Scheiße. Also Leute, ich kann euch echt verstehen. Wenn wir hier ins Finale kommen,
wird es auf jeden Fall das ganze Spiel geben in voller Länge. Ich kann euch da echt verstehen, weil das ist schon Spannung, die vielleicht dann durch den Schnitt ein bisschen vergeigt wird. Eine Minute Nachspielzeit, das Ding ist ziemlich sicher. Reus kommt nicht vorbei. Jetzt gibt's nochmal einen Konter und der würde noch zählen. Der würde noch zählen. Scheiße. Ginter kommt da nicht an den Ball. Das gibt's nicht. Alter, war das knapp. Jetzt ist vorbei. Jawohl. Alter, das werden fast noch Tor kassiert. Das wäre so lächerlich. Da wäre meine ganze Mühe umsonst. Boah. Leute, da brauche ich erstmal eine Pause. Also, danke fürs Zuschauen. Mega Folge, würde ich mal sagen. Also, 2-1 konnten wir gewinnen. Wir gucken jetzt nochmal, gegen wen wir im Finale ran müssen. Aber ihr seht es hier, Spanien hat mega viel Druck gemacht. War fast schon die bessere Mannschaft. Ein bisschen weniger Ballbesitz, dafür aber mehr Schüsse aufs Tor. Total gefährlich, die Spanier. Wir haben nur ein bisschen mehr Glück gehabt. Und jetzt gerade auch die letzte Chance. Hätte eigentlich 2-2 sein können, fast schon müssen. Frankreich gewinnt, meine Prognose ist wahr. Das heißt, wir spielen im Finale gegen die Mannschaft, die uns in der Gruppenphase die einzige Niederlage verpasst hat. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall eine Pause. Weil das nehme ich heute nicht nochmal auf. Also ich werde jetzt erstmal chillen, erstmal ein, zwei Tage lernen für mein Abitur und dann nehme ich in 2-3 Tagen, nehme ich dann nochmal eine Folge auf und dann Frankreich gegen Deutschland, das Endspiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.